Pythagoras stützt seine Lehre nicht wie seine Vorgänger auf einen Urstoff. Das Wesen der Welt ist für ihn die Zahl. An einem sogenannten Monochord, einem Instrument mit nur einer Saite, erforschte Pythagoras das Verhältnis von Saitenlängen und Tonhöhen. Unser Modell hat 6 Saiten in einem Dreiklang gestimmt und wir merken bald, wie Mathematik und Musik für Pythagoras eins werden. Die ganze Länge gibt unseren Grundton, die Hälfte der Saite die Oktave, ein Viertel die Doppeloktave, 2/3 die Quinte, 3/4 die Quarte und so weiter. Diese musikalisch-mathematische Ordnung sieht Pythagoras auch im Weltraum. Die Planeten erzeugen durch ihre Rotation eine Schwingung, Sphärenharmonie genannt, die wir nur deshalb nicht hören, weil wir von Geburt an ihren Klang gewöhnt sind. Könnte man sie hören, so klänge es so. Die Erde, der Mond, Merkur und Venus, die Sonne, der Mars, Jupiter, Saturn und dann der Fixstern. Diese immer wieder zitierte Sphärenharmonie und einige andere Zuordnungen aus späteren Epochen sind auf den Holztafeln dargestellt. Aus Zahlen, die gleichzeitig Töne sind, ist die ganze Welt gemacht. Wie aus Tönen Figuren entstehen, zeigt uns ein Experiment, das von Ernst Florenz von Chladni Ende des 18. Jahrhunderts gemacht wurde, an dem Pythagoras aber sicher seine helle Freude gehabt hätte. Zu jedem Ton, also zu jeder Schwingungszahl, ordnen sich die Sandkörnchen auf den Metallplatten zu anderen Mustern. Pythagoras unterscheidet sich von früheren Philosophen auch durch seine Lehre von der Seelenwanderung und Wiedergeburt. Die Seele ist unsterblich, aber aus ihrer Vollkommenheit in die Körperlichkeit gefallen. Stirbt der Körper, so lebt sie in dem Körper eines anderen Menschen oder Tieres weiter. Pythagoras war deshalb ein Vertreter des Vegetarismus. Er formulierte auch eine Vielzahl anderer ethischer Regeln. Beim Wiedergeburtsrad ist die Seele als Flamme dargestellt, die bei Drehung des Rades von Körper zu Körper wandert. Pythagoras, um 570 vor Christi auf der Insel Samos geboren, gründete im süditalienischen Kroton eine Schule, die den Charakter einer religiösen Gemeinschaft hatte. Da diese Schule zeitweise politischen Einfluss hatte und auch auf heftigen Widerstand stieß, musste Pythagoras Kroton wieder verlassen. Durch längeren Aufenthalt in einer unterirdischen Behausung und mehrere Weissagungen kam er bald in den Ruf eines Wundermannes, auch weil er sich seiner vorherigen Verkörperung erinnern konnte. Der Gott Hermes selbst habe ihm diese Fähigkeit geschenkt, berichtete er.